Am liebsten würde ich ja guten Morgen sagen, aber es ist nicht guten Morgen. Ich sage nur Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Test, wo wir uns das hier anschauen. French Toast Crunch von General Mills. US Cereals, kann man so sagen, habe ich jetzt hier. Und wir schauen sie uns in diesem Testvideo an und gucken uns vor allem mal diese geile Toastform an. Und natürlich auch, wie sie schmecken. Viel Spaß euch. Ja, diese Frühstücksflocken nenne ich es jetzt. Eigentlich nenne ich alles Cornflakes, egal welche Form sie haben oder von welcher Firma sie sind. Diese Cornflakes gibt es bei Beast Mode. Da habt ihr ja gesehen, die habe ich zugeschickt bekommen. Könnt ihr selber auch bestellen. Spart 10% mit Foodlove. Könnt ihr mal schauen. In der Beschreibung ist der Code und der Link. Da könnt ihr gerne mal gucken. Bursting with Syrup and Cinnamon Taste. Ich wollte die haben, weil diese Form absolut mir großartig gut gefällt. French Toast Crunch, French Toast. Ich habe ja schon mal, Amaretta war ja was anderes. Es gibt ja bei mir auch ein Rezept zu Amaretta, aber da wird zumindest auch Weißbrot in der Pfanne gebraten. Guck gerne mal rein. Foodlove in der Küche. Es gibt einige Rezepte, wo ich backe. Könnt ihr mal in die Playliste schauen. Die gibt es jetzt hier aus den USA. Preislich müssen wir drüber reden. Kommt aus den USA, geht über so einen Shop, kostet 7,50 Euro. Ist eine Menge Holz. Ich kann euch nur sagen, ich war auch schon mal in den USA 2017, Videos auf meinem YouTube-Kanal, da gehe ich durch in den Supermarkt. Die sind tatsächlich auch gar nicht so günstig in den USA. Da kostet so eine Packung irgendwie auch 3,50 Dollar oder 4 Dollar, je nachdem wie groß sie natürlich auch ist. Manche auch teurer und wenn man überlegt, dann muss es importiert werden. So viel zahlt man dafür, so viel zahlt man immer in Deutschland dafür. Von daher 7 Euro ist eine Menge Holz, keine Frage, aber weniger könnt ihr in Deutschland nicht bezahlen. Also ne, vielleicht mal 20 Cent irgendwo anders im Angebot mit dem Rabattcode, oder mit meinem Rabattcode, dann spart ihr natürlich 10%. Aber sonst, wie gesagt, ist aber auch was Exklusives, gibt es ja hier nicht. Cerealien in Toastform mit Zimt und Zucker. Den Sirup haben sie vergessen. Das Witzige ist ja eigentlich, wie kontrastreich die Ernährung mit sowas wie Frühstücksflocken eigentlich sein kann. Ne? Diese Dinger hier bestehen natürlich hauptsächlich aus Zucker und gleichzeitig wird aber auch gerade aus den USA proklamiert, dass man Porridge isst, irgendwelchen Healthy Bowls und halt Granola und Müsli und dann gibt es gleichzeitig das. Ich finde das ganz witzig und ich finde auch, man muss irgendwo den Mittelweg zwischen diesen Sachen finden. Ich esse morgens meinen Haferbrei sehr, sehr gerne und ab und zu esse ich mal so eine Schüssel oder esse das mittags und das finde ich einfach dann einfach. Ja, als Ausgleich kann man das machen, weil man sollte sich ja auch nicht alles wegnehmen und ab und zu was genießen, auch wenn es voll ist mit Zucker. Doch vielleicht ist ja gar nicht so viel Zucker drin. Wir können ja mal drauf schauen. Hier steht jetzt natürlich die Zutaten drauf. Als erstes ist aber Mais drin, also nicht Zucker. Dann kommt erst Zucker und dann kommt Maismehl, Maissirup, auch nochmal Rapsmehl, Salz, Raffineriezucker, Zimtfarbe, Anettoextrakt, Kurkuma-Extrakt, natürliches Aroma. Wenn wir mal hier auf die Nutri-Scores gucken, kann ich das jetzt hier noch abmachen und es geht schwierig. Wir können aber, glaube ich, erahnen, dass hier steht 12 Gramm Zucker pro 37 Gramm. Also sind es knapp 33% Zucker und ungefähr 32 Gramm Kohlenhydrate. Ja? Fett ist noch ein bisschen dabei, Eiweiß auch ein bisschen. Also auch was für die Gains. Vitamine wird traditionsgemäß in den USA sehr, sehr gerne zugesetzt. Ihr könnt noch mal die US-Zutaten sehen. Ja, so viel dazu. Ich finde die Packung eigentlich ziemlich cool. Hier kann man Ice by French, kann man noch irgendwelche Spiele hier wahrscheinlich spielen. Mache ich jetzt nicht. Französische Spiele. Gucken wir mal rein, würde ich sagen. Na komm schon. Ach du Scheiße. Guckt es euch an. Sieht das nicht geil aus? Wie absolut fantastisch, wie absolut großartig es aussieht. Richtig, vor allem der Rand außen ist ja wie bei einem richtigen Toast auch dunkler und obendrauf ist es heller. Alter, richtig geil, richtig, richtig geil. Ich hole eine Schüssel, aber ich reiße jetzt nochmal auf. So, ein paar auf die Hand. Und dann hole ich natürlich gleich auch eine Schüssel zum Probieren. Ihr könnt die einmal so anschauen. Richtig geil. Richtig geil. Ja, ich sag da nur Mahlzeit. Also ich bin hellauf begeistert vom Aussehen, von der Optik. Da macht das Frühstück gleich doppelt Spaß. I like to spoon. Diese Frühstückscerealien. Zeit für ein Frühstück. Flog grad eine Taube lang. Richtig schön knusprig und die Optik, ihr habt sie gesehen,
einfach Premium. Ich meine, hallo? Die sind sehr, also knusprig, aber sehr fein knusprig. Es gibt Cerealien, die haben so mehr Widerstand, also sind einfach massiver. Die hier sind sehr, sehr locker, luftig und knusprig eben. Die erinnern mich an so einen Sirup, den ich mal aus den USA hatte. Und Geminas, oder Geminaya, irgendwie so hieß sie. Pancake-Sirup. Also das hat tatsächlich eher einen Sirup-Geschmack, finde ich, als einen Zimt-Geschmack. Lecker. Zuckersüß. Wobei, ich finde, dieses Sirup-Aroma prägt den Geschmack hauptsächlich. Weniger so der Zucker. Also es ist halt süß, aber es ist jetzt irgendwie auch nicht, als ob man irgendwie Zuckerstückchen wie Benjamin Blümchen isst oder sowas. Es ist halt süß, aber jetzt auch nicht so, dass man denkt, bäh, sondern dieser Sirup, finde ich, der ist wirklich das, was so den Geschmack hauptsächlich ausmacht. Dieses Sirup-Aroma, was natürlich künstlich ist, das schmeckt jetzt hier nicht irgendwie wie ein selbstgemachter Pancake-Sirup. Ich bin hellauf begeistert. Also, die French Toast Crunch, optisch ein absolutes Highlight, geschmacklich wirklich lecker und ein bisschen mehr Zimt wäre geil gewesen, von wegen French Toast, aber man hat dafür einen schönen Sirupgeschmack, der auch sehr gut ist und optisch ist das halt einfach ein Highlight, das ist was fürs Auge und wenn man einfach mal sich was gönnen möchte. Ja, schreibt mal gerne eure Meinung zu Frühstückscerealien, dann seid ihr da auch so von wegen, nee, da darf kein Zucker drin sein oder gönnt ihr euch da ab und zu mal was, esst ihr es auch mal zwischendurch. Ich bin gespannt, wie es bei euch ist. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.